Die 80-Meter sind bestimmt bereit. Was macht Yvonne? Kann sie hier den Lauf für sich entscheiden? Das sah zuerst so ein bisschen auf Frühstart aus, aber die Flaggen sind draußen. Das Rennen der Stockerli hängt hier am Ende von Yvonne bereits. Drücken drauf auf den Lehrball zusammen mit den Rennern. Damit sind die Banken schon mal weit zurückgefallen. Auf Position 1. Artic Racing müssen wir sagen. Yvonne kommt noch einmal zurück. Es gibt einen Stock, der nochmals vor den Kopf auf die Strecke. Aber die 104, Louis liegen vorne. Matthias, Artic Racing auf Position 1 unterwegs. Die Mäuse auf der 12. Position, die 257. Norman auf der 3. Position. Der Stock, der auf der 4. Eine der heißesten Damen in der Szene, Yvonne Holz von den Hotels, versucht sich jetzt noch einmal anzukämpfen. ATK hat die Nase vor. ATK Racing auf 1, wir sind schon in der letzten Runde, der Flagge ist im Ausruf. Die ist weit zurückgefallen mit dem Fahrzeug. ATK Racing gewinnt den Lauf. Noch mit der 52 auf der 2, die Wühlmäuse auf der 3, Rennberger Stocker-Team auf der 4, 5. Platz für die 146 für Blue Yellow, 6 für Yvonne Holz, 7 für das Grellenberger Stocker-Team. In diesem ist Lauf.